Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Jetzt kann ich es auch wieder sagen, an vielen Orten Deutschlands, im bayerischen Oberland, in Hamburg und in München, weil ab 1.3. mache ich auch mal wieder Live-Sessions. Man kann ja nicht drauf warten, dass das endlich aufhört. Naja, irgendwann muss man mal wieder anfangen. Ansonsten, wenn du meine Arbeit nicht kennst, schau mal auf liebeschipp.de vorbei. Gibt es viele Online-Kurse. Auch der Kurs für Hardcore-Bindungsängstler kommt ja in einer Woche raus, wenn ich das hier so richtig sehe. Genau. Ja, heute haben wir mal wieder ein schönes Thema, so im Sinne von, ich war in einer toxischen Beziehung und jetzt habe ich den Mist auf der Arbeit. So, hatte ich in der letzten Zeit öfter gekriegt. Ist ja auch, da freut man sich ja sehr, dass einem das so erhalten bleibt, das Thema. Wenn ihr irgendwas hört im Hintergrund, das ist eine Katze, die komische Sachen macht. So, wo haben wir die Mail? Da. Und auch solche Fragen willst, geht über ein Formular auf liebeschipp.de. Lieber Christian, jetzt hau ich endlich mal für dich in die Tasten. Flashback. Anfang 2020 begann ich mit einer harten Trennung meinerseits aus einer toxischen Beziehung. Deine Kurse, zu finden auf liebeschipp.de, macht auf jeden Fall Modul 1, haben mir zu der Zeit durch die harten ersten 3 Wochen geholfen. Hierfür schon mal ein großes Danke für deine hervorragende Arbeit. Ich habe von Tag zu Tag gelebt, überlebt und gedacht, ich halte die nächste Minute kaum aus. Several months later. Jetzt nach einem Jahr geht es mir besser und ich bin gerade am Punkt ein nice, geiles Leben gestalten angekommen. Nice, geil. Ja, könnt ihr auch Videos so finden. Cooles Leben. Ah, Graduation Day. Das gestaltet sich manchmal leichter, mal schwieriger. Der neue Knackpunkt, unwissend, habe ich mir erneut eine herausfordernde Situation geschaffen, die die Muster der toxischen Partnerschaft wiederholt, und zwar an meinem Arbeitsplatz. Ja, solange die Themen nicht durchgearbeitet sind, und das dauert leider fast immer länger, als man denkt, schaffst du oder das Universum oder whatever, neue Situationen. Da kann man natürlich sagen, ich gehe gar nicht in Beziehung, dann habe ich das Problem gar nicht. Dann kriegt man es auf Arbeit oder sonst wo. Also da muss man schon an Nordpol gehen, bis man die Lektion verstanden hat. Ist natürlich immer ein bisschen anders, aber so ist es. Ist auf jeden Fall kein einfach nur ein blöder Zufall, sondern ja, sonst wirst du ja auch die gleichen Sachen nicht immer wieder kriegen, was ja manchmal gesagt wird. Ich habe dort schon angefangen, als ich noch in der Partnerschaft steckte. Zur Info, ich bin im Schuldienst tätig. Die Stelle wurde mir über ein Zuteilungsverfahren eröffnet, bei dem man sich auf Orte bewirbt und nicht auf Schulen speziell. Das Universum hat mich also regelrecht an diesen Arbeitsort hergeführt. Ja, es gibt ja keine Fehler, glaub mir. Ob da, wo du bist, bist du erstmal richtig. Man muss dann nur rauskriegen, warum bin ich hier richtig, was steht hier an. Es ist ja auch nicht immer nur, dass man was lernen soll. Vielleicht, wir können ja mal Siri dazu befragen. An jedem Ort kannst du etwas beitragen zu einer gesunden Beziehungskultur. Wow, also Siri ist echt schlau, muss ich sagen. Kann ich nur sagen, ja, also da kann auch sein, dass das Universum sich denkt, Mensch, die Katinka hier, die kann mal hier prima was beitragen, das ist, weil wir alle wollen ja 5D, gute Beziehungen, und das ist ja nicht nur Liebesbeziehungen in der Schule, überall. Fällt mir übrigens gerade ein bisschen häufiger vor die Füße mit so Schulthemen, aber ja, ist auch bloß halt Menschen, ne? Jo. Dort läuft es ab, wie meine Ex-Partnerschaft, Lügen, Geheimnisse, Lästereien, Dinge unter den Tisch fallen lassen, keine klare Kommunikation, Gaslighting, ähnliches Verhalten, wenn man Kritik äußert, wobei das im Grunde kaum noch jemand tut, aus Angst vor den negativen Abstrafungskonsequenzen. Ja, da würde mich mal interessieren, was, ich vermute mal, du bist ja verbeamtet, das frage ich mich immer, wie kann man dich da abstrafen? Also, es ist immer die Frage, also egal, erstmal geht es immer darum, diese Emotionen zu umarmen, ne? Ich kontrolliert werden, schlechte Stimmung, Angst, also die anzugucken, weil die wollen dann erstmal verarbeitet werden, ja, weil sie schon mal dran sind und noch in dir drin stecken. Und ich bin ja der Meinung, dass diese Emotionen halt schon vorher drin gesteckt haben und man zieht sich dann quasi
Situationen ins Leben, wo man die Chance hat, sie abzuarbeiten, ne? Ein für alle Mal oder halt mit mehreren Durchläufen. Und so würde ich das jetzt sehen. Und ja, Abstrafungskonsequenz, was heißt das? Was soll denn passieren? Sollen die kündigen? Oder soweit ich jetzt informiert bin, gibt es dann nicht gerade viel Lehrer so. Und das wäre mal die erste Frage, ist das wirklich eine reale Angst? Können die wirklich was? Wollen sie dich zwangsversetzen? Ja, du willst ja gar nicht da sein. Also darf ich mal drüber nachdenken, ne, ob du da Themen noch verarbeiten darfst im Sinne von Bestrafung. Ne? Das Team ist gespalten und der Fisch stinkt vom Kopf her. Die Leitung ist ein sehr schwieriger Mensch mit manipulativen Zügen. Macht ausüben ist ja ein essentieller Punkt. Ja, wie gesagt, ich würde immer, wenn ich dran arbeite, es wird auch in meinem Buch, neuen Buch viel Thema sein, mal diese Täter ausblenden, die ja auch nur machen, was sie meinen, was sie machen müssen, und zu gucken, okay, was kann ich hier lernen, ne? Wie kann ich aus meinem Opfergefühlen rausfinden, wie kann ich in Selbstwirksamkeit kommen, und ja, viele Menschen mit manipulativen Zügen sind am Kopf, ne? Die sind halt, denen ist Macht wichtig, das ist, glaube ich, auch in vielen Unternehmen so, vielen auch nicht bestimmt, aber ja, die spült es häufig so ein bisschen nach oben an die Pyramide, ne? So. Ich fühle mich gerade immer wieder in eine Spirale aus, egal was ich hier mache und ich mich einbringe, am Ende bin ich trotzdem die Blöde. Ja, gut, es müssen wir natürlich ein bisschen was über die konkrete Situation sagen, aber trotzdem kannst du dich immer einbringen, so, ja, mit Standards und Dealbreakern, ne, gibt's ja auch. Kannst sagen, so, ja, wenn du da scheiße behandelt wirst, möchte ich nicht. Ich möchte also ganz freundlich sagen, ich möchte ganz so und so behandelt werden. Oder nee, möchte ich mich nicht daran beteiligen an solchen niedrig schwingenden Sachen hier. Und dann für dich einstehen, so auf intelligente Weise. Und klar, muss da jetzt nicht die Rebellin sein, aber ja, wenn du übermäßig viel Angst vor hättest, dich auf eine Weise einzubringen, die ehrlich wäre für dich, dann müsstest du das vielleicht mal angucken. Ne? Es herrscht zwischen Leitung und Team keine Augenhöhe und Wertschätzung existiert nicht. Ja gut, das würden, glaube ich, viele Arbeitsteams über sich sagen. So, ne? Und wenn man den Leiter interviewen würde, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, das Team ist so schwierig und ja, es menschelt halt hier, ne? Wobei ich das jetzt nicht kleinreden will. Ich weiß, dass es in solchen Teams teilweise sehr, sehr viel ist. Es wird kontrolliert, Dinge werden über einen hinweg entschieden oder einfach verschwiegen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ja, man muss immer gucken, ja, ich kenne jetzt das Schulsystem jetzt nicht so, aber man muss immer gucken, auch welche gibt es da, also wenn du wirklich über dich hinweggegangen wird, gibt es da irgendwelche Gremien, Institutionen, an die du sagen willst, hier das und das ist schiefgelaufen, hier sind meine Rechte verletzt worden. Wenn das so klar ist, ne, wenn nicht, naja, würde ich mich da auch nicht aufreiben jetzt so. Man muss es wirklich intelligent machen, also sich abgrenzen und wehren ist gut, aber nicht auf so eine rebellische Art, würde ich so sagen. 2 bis 3 Mal im Jahr knallt es richtig, weil jemand den Druck und die Bad Vibes nicht mehr erträgt und ausrastet. Vermittler spielen bringt nichts, da jeder an seinen Themen steckt, inklusive mir natürlich. Ja, tatsächlich hatte ich da auch so begrenzt was von dieses ganze Vermitteln und so. Das habe ich auch erlebt, dass das häufig nicht funktioniert. Manchmal natürlich schon, aber ja, interessant ist auch, dass überall Chaos herrscht und sich türmende Papierberge, Ordner, es gibt kaum freie Fläche zum Arbeiten, keine ruhigen Rückzugsorte. Naja, pass auf, dass du nicht zu viel ins Opfer gehst, ne? In diese Opfergefühle, ne? Man kann nichts machen, es türmt sich alles, ist ganz schlimm und überall Chaos, Druck und Böse und das macht schon so sein, nur diese Gefühle bringen dich nicht wirklich weiter, beziehungsweise musst du angucken, warum oder was, wo war ich in meinem Leben schon mal Opfer, wo erkenne ich das? Also das sind immer wieder die Durchläufe, die man da machen darf, ne? Spirituell gesehen also ein heftiges Trainingslager, was den Aufgaben angeht. Ja, eine Versetzung ist aktuell nicht leicht, da überall Personalmangel herrscht. Ja, wie gesagt, was wollen sie denn machen? Wollen sie dich, wenn sie dich bestrafen? Also, ich meine, vielleicht ist die Bestrafung dann, wo du sagst, hey, klar, versetz mich,
Wie gesagt, gibt's da, ist das wirklich so, dass du da so in Gefahr bist oder ist es nur ein Gefühl, ne? Das müsstest du mal gucken. Und Anträge abgelehnt werden. Ich suche nach Wegen, die, mich mit der Situation zu arrangieren, merke aber immer wieder, dass ich trotzig werde, weil ich keine Wertschätzung erhalte. Gut, da könnte ich jetzt für wetten, dass das ein Thema ist, was du aus deiner Kindheit kennst. Müsste man sich wieder angucken, ne? Schmerzpunkte bearbeiten. Gleiches Muster wie in Beziehungen, ich bin eher in Richtung Pluspol. Ich tue und tue, um gesehen zu werden, aber an diesem Arbeitsplatz ist das unmöglich. Ja, ist es denn wirklich so wichtig, diese Anerkennung zu kriegen? Das wäre wieder. Können wir mal wieder Siri zu befragen? Angewandte Selbstliebe ist, den Strom der Liebe in sich zu finden und nicht mehr so viel Bestätigung zu suchen. Wow, guter Satz, finde ich gut. So. Ich tue und tue, um gesehen zu werden, aber an diesem Arbeitsplatz ist das unmöglich. Ja, tatsächlich, also ich will das jetzt nicht hundertprozentig vergleichen mit Beziehungen, aber ich würde wieder sagen, nice, geiles Leben, mach dich glücklicher und schau dir auch mal an, bist du da wirklich so festgetackert, wie du es wahrnimmst? Ich meine, ich würde mal sagen, in Deutschland gibt es, gut, wir wahrscheinlich jetzt viele widersprechen, aber es gibt wenig Situationen, also gerade im Lockdown gibt es natürlich mehr Situationen, aber wenige Situationen, wo man wirklich festgetackert ist an einem Ort, ne? Also du bist da nicht. Da habe ich mal so ein ganz tolles Video gesehen von, wie heißt der nochmal, dieser erste Verhaltenstherapeut in Deutschland. Oh, komme ich gerade nicht drauf. Der hat das mal so durchgespielt, so, wenn man so unzufrieden ist auf der Arbeit, das ist mal so durchgespielt. Ist man, ja, muss man da wirklich sein? Der hat das mal so ein A bis Z durchgespielt, wenn man einfach nicht mehr zur Arbeit geht, was dann eigentlich passiert. Und ja, dass man dann geht man halt nicht zur Arbeit und dann wird irgendwann angerufen und dann passiert irgendwann dies und jenes und dann wird man krankgeschrieben oder dann bekommt man dies oder dann bekommt man jenes. Und was, es war wirklich spannend, weil man dann zum Schluss sagen musste, ja, es ist letztlich auch eine Wahl, dass man an dem Ort bleibt, wo man ist, weil es ist gerade das Beste, was man zur Verfügung hat, so, ne? Und weil du könntest ja, muss da nicht sein, so, ne? Also. Jetzt mal, wenn man es jetzt wirklich mal aufs Extrem treibt, so. Und wenn es dir absolut nicht gut tut da und dich wirklich schädigt, dann weiß ich auch nicht, ob du da so ewig sein solltest, so, ne? Das muss halt immer die Überlegung, kann ich an der Situation für mich was ändern? Also, auf jeden Fall würde ich versuchen, höhere Schwingungen da einzubringen, auch wenn es scheinbar erstmal nicht gewertschätzt wird, weil irgendwo müssen wir ja alle mal anfangen, so. Aber wenn es dir absolut nicht gut tut, bist du absolut frei zu sagen, nee. Also, weiß es nicht, wie das genau läuft. Ob du dann sagst, nee, mir geht's hier nicht gut, muss mich wieder versetzen lassen, oder du gehst nach Panama in die deutsche Schule, oder. Also, man ist klar, ne? Jetzt, wenn man so sich so dann ganz tief im Opfer fühlt, dann denkt man, es geht gar nichts, ich muss hier, ich muss das alles aushalten. Oder eben zu fragen, wie findest du deine Nischen da, wo, weil, wie gesagt, da müsste man jetzt viel mehr wissen, wie es genau ist. Vielleicht kannst du dich auch einfach rausziehen aus ganz vielen Sachen und ich finde ja manchmal diesen Strukturen hilft es auch, sich so ein bisschen blöd zu stellen und zu sagen, ach, wusste ich, weiß ich nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass du irgendwas Falsches sagen sollst, aber sich so ein bisschen rauszuziehen, ne, irgendwie irgendwelchen Gremien eben nicht mitzumachen, vielleicht auch mal nichts zu sagen, unterm Radar zu bleiben, kann auch eine Lösung sein, ne? Oder weiß ich nicht. Also oft ist es ja auch so, dass diese Menschen, die du hier beschreibst, dass sie es auch brauchen, dass du so vielleicht reagierst, leidest, dich aufregst, weil es gibt denen ja auch wieder Energie, dich eben nicht aufzuregen, nicht zu leiden, diesen ganzen Gossip nicht mitzumachen, könnte auch interessante Wahl sein, so, ne? Immer wieder auf ein geiles Leben fokussieren. Also was du hier beschreibst, müssen wir eigentlich alle mehr oder weniger tun im Lockdown, weil das so eine Situation ist, der, ja, könnte natürlich jetzt in ein anderes Land gehen oder so, aber der man jetzt gerade nicht so leicht entfliehen kann, müssen wir auch unsere Nischen finden, so, ne? Ja. Sehe ich, finde ich gerade, gibt es so ein paar Parallelen, so, ne? So, ich weiß, dass es darum geht, nicht auf Wertschätzung durch andere zu hoffen. Also ich finde schon, dass du viele Sachen, die ihr schon selber beantwortet, eigentlich. Doch irgendwo bin ich Mensch und auch darauf angewiesen. Genau.
Also wenn du einfach sagst, so wie ich gerade ticke, tut es mir einfach überhaupt nicht gut. Ja, du musst mal überlegen, vielleicht gibt es ja dann doch ein paar nette Menschen, wo du Bestätigung kriegst, oder du holst es mehr aus deinen Klassen oder von den Eltern. Also versuch wirklich im Gestalter zu bleiben und nicht so zu sehr in dieses Opfer zu gehen. So. An diesem Punkt weiß ich nicht so exakt weiter. Deine Impulse und Gedanken würden mich brennend interessieren. Viele Grüße aus Puselmuckelsdorf. Okay, ja. Wunderbar. Vielleicht sehen wir uns morgen auf Twitch. Da wollten wir ein Anti-Valentin, oh Gott, Anti-Valentinstag, schwieriges Wort, Special machen. Morgen um 8 Uhr auf Twitch, Liebeschip. Und wir werden uns auf jeden Fall bald wiedersehen.